Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht oder besser gesagt heute Thomas backt, denn es geht um mein neues Backbuch, was heute offiziell rauskommt und überall erhältlich sein wird. Viele von euch haben es schon bekommen, super viele haben es schon vorbestellt. Vielen Dank erstmal an alle, die es jetzt schon bestellt haben. Und bei einigen ist es tatsächlich auch schon etwas vor dem Termin angekommen, aber heute ist eben der offizielle Tag, wo es wirklich in den Handel geht. So. Und worum geht es bei dem Buch? Wir haben jetzt zwar kurz vor Weihnachten, aber es ist kein Weihnachtsbackbuch. Also es sind keine Plätzchenrezepte drin, sondern es geht um, wie der Titel es sagt, hauptsächlich Brot, Brötchen und ein bisschen Gebäck. Was das genau ist, da schauen wir jetzt gleich mal rein in das Buch. So sieht das Buch jetzt aus. Es sind etwas mehr als 50 Rezepte drin. Und es fängt an mit einem kleinen Theorieteil. Natürlich ein Vorwort von mir. So, was haben wir hier in dem Theorieteil drin? Hier sind ganz, ganz viele praktische Sachen. Es ist nicht kompliziert geschrieben, also ihr seht einmal, was ihr braucht zum Backen. Wirklich die wichtigen Utensilien. Und auch steht oft dabei, wie ihr sie ersetzen könnt. Dann steht hier ein bisschen was über die Mehltypen, weil ich das sehr oft gefragt werde. Mehlsorten, welches Mehl kann ich wodurch ersetzen? Ein ganz wichtiger Teil, Temperaturen. Denn viele Fehler können vermieden werden, wenn man so ein paar Kleinigkeiten einfach weiß. Ja, manchmal macht es wirklich bei so einer Kleinigkeit Klick und das ganze Backen wird sich für immer verändern. So, dann haben wir einmal dunkle Brote. Da sind ein paar Rezepte drin, die ihr kennt. Also sind so die bekanntesten, beliebtesten Rezepte von meinem YouTube-Kanal sind auf jeden Fall dabei. Aber eben auch neue Rezepte. Also hier die drei ersten zum Beispiel, die sind bekannt. Wurzelbrot ist neu. Kartoffelbrot ist neu, französisches Landbrot ist neu. Das ist ein Rezept von meinem Kanal. Manche sind aber auch ein bisschen optimiert worden, denn natürlich über die Jahre hat sich so ein bisschen mein Wissensstand einfach auch ein bisschen vergrößert und deswegen habe ich das neue Wissen angepasst. Das Walnussbrot ist neu. Also es sind wie gesagt viele Bekannte dabei, aber eben auch neue, schöne Rezepte mit ganz tollen Fotos. Dann haben wir Brote mit Hefe, helle Brote. Da sind natürlich die Klassiker drin: Baguette, Fladenbrot, Ciabatta, Naanbrot. Das sind alles Rezepte, die gibt es schon auf meinem Kanal. Dann habe ich einmal ein Olivenbrot, Weißbrot mit Pesto, Rosmarin-Focaccia. Ja, das ist ein wunderschönes Brot zum Beispiel. Ihr habt Rezepte, einfache Rezepte dabei, die relativ schnell gehen. Ihr habt Rezepte, die über Nacht gehen. Kompliziert sind sie alle nicht. Ihr könnt sie wirklich in jedem Haushalt backen. Ihr braucht keine Küchenmaschine. Die Rezepte sind alle beschrieben, als würde man sie in der Küchenmaschine machen, aber man kann jedes Brot auch von Hand kneten. So, dann habe ich einen kleinen Teil Sauerteigbrote. Das ist wirklich nur ein kleiner Teil hier, denn Sauerteigbrote ist so ein komplexes Thema. Also da kann man auf jeden Fall ein separates Buch drüber machen. Und da sind manche dabei, die mit einem Teil Hefe auch noch sind. Und manche sind wirklich komplett nur mit Sauerteig. Das hier ist zum Beispiel Pancetta, ist ein spanisches Brot. Wunderschönes Brot. Brötchen natürlich auch. Auch hier wieder ein paar neue Rezepte, ein paar von den Klassikern auf meinem Kanal. Laugenbrötchen, Schokobrötchen. Und das hier ist jetzt zum Thema Gebäck. Gebäck salzig, Dinkelbagels. Scones kann man natürlich als süßes oder als salziges Gebäck sehen. Das geht beides. Ist ein Flammkuchen mit drin, ist ein Pide mit drin. Brezeln und süßes Gebäck natürlich. Pain au Chocolat, die habe ich jetzt als Video gemacht, die Tage. Und dann gibt es noch eine kleine Erklärung von Begriffen, ein paar Fachbegriffe erklärt, damit das Buch wirklich für jeden auch verständlich ist. Also ich finde wirklich ein kleines, sehr schönes Backbuch, wo wirklich jeder vom Backanfänger bis zum Fortgeschrittenen schöne Rezepte drin findet. So, ich hoffe, der kleine Einblick hat euch das Buch schmackhaft gemacht. Und wenn ihr es bestellen möchtet, wo bekommt ihr es? Ihr könnt es im Buchhandel bestellen oder kaufen, wenn es denn auslegt. Also eigentlich kriegt ihr es in jedem Buchhandel zu bestellen. Ihr könnt es bei Amazon, bei Thalia bestellen. Die Links dafür, die habe ich euch unten unter dem Video eingeblendet. Und wenn ihr das Buch habt und es hat euch gefallen, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr mir auch eine Bewertung bei den Online-Portalen da lasst. Denn natürlich sind diese Bewertungen ganz wichtig für viele, für die Kaufentscheidung und helfen mir natürlich ungemein, dass das Buch auch wirklich erfolgreich wird. So, damit sage ich Tschüss, viel Spaß mit dem Buch. Ciao, ciao. Ach, und bevor ich es vergesse, natürlich ist es auch eine tolle Geschenkidee. Also, bis dann, viel Spaß. Ciao, ciao.